Herzlich willkommen bei The Silver Assi. Wir machen heute das Traden, Talion, Typhoon. Dritte Arma 2018 Unboxing. Mal gucken, wie viele noch folgen. Fünf Autos bestehen uns bevor. Creighton habt ihr gesehen, Talion habt ihr gesehen, jetzt sehen wir den Typhoon. Es ist wieder mal ein Auto, was mir gar nicht gehört. Das hat mir in dem Fall mein Kumpel, der Rüdiger, zur Verfügung gestellt, der den noch morgen wieder abholen will. Deswegen muss ich, also quasi, wenn ihr das Video schon gesehen habt, hat er den schon ab, ist ja echt egal. Ja, hier haben wir einige relativ starke Änderungen drin, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, ein neues Auto euch zu zeigen, wenn auch nicht im Fahrvideo, dann möchte ich das zumindest mal eben tun. Die größte Änderung sehen wir relativ zügig, das sind die Farben. Er ist blau. Warum? Ich habe gar keine Ahnung, warum der blau ist. Wirklich nicht. Passt eigentlich überhaupt nicht zu Arma. Ich hatte mir eher ein schönes Orange gewünscht oder so. Naja, das kann ich mir leider nicht aussuchen. Wir haben hier ein blaues Auto. Preis, keine Ahnung, da ich ihn nicht bezahlt habe. Boah, er riecht noch neu. Und ich kann euch sagen, die Karosserie sieht sahnemäßig aus. Kann man ja sagen, was man will. Schick können sie ja mittlerweile. Die ersten waren damals nicht so schön. Die neuen sind dafür umso schöner. Wir schauen mal rein. Da sind wir auch schon. Ich habe jetzt mal diese Seitenbügel rausgenommen, damit ich den leichter hier rausbekomme. Verzeiht mir das. Es hat sich einfach so bewährt. Hier haben wir gleich die Fernsteuerung drin. Fernsteuerung ist jetzt nichts Neues. Das ist die Tactic TSX 300, meine ich zumindest, dass sie so heißt. Schauen wir aber gleich auch mal eben kurz rein. So, Karosserie. Wir können es ja, ach, machen wir nicht. Schaut euch das Schmuckstück an. Sehr schön detailliert hinten mit dem Anthrazitgrau-Schwarz. Das gefällt mir mal wieder richtig gut. Das haben die sehr schön gemacht. Die Aufkleber haben sich jetzt nicht so stark verändert. Die Farbe ist ein schönes, ja, ich würde sagen, das ist ein Metallic Blau. Ja, durchaus ist das ein Metallic Blau. Kann man mal machen, ne? Wir haben wieder diese schönen Karosserie-Splinterhalterungen aus Gummi dabei. Und ja, die Elektronik ist jetzt nichts Neues. Also das kennen wir alle schon. Das Chassis-Innenleben hat sich kaum verändert. Auf dieser Seite ist alles gleich geblieben. Wir haben natürlich hier wieder eine 2,5 mm Inbusschraube. Das ist eine etwas größere als sonst. Da hat Arma sehr schön reagiert. Ansonsten ist alles gleich geblieben. Wir haben nur das schöne Akkufach vom Outcast bekommen, wo die ganz normalen, konventionellen um 5000 mAh Akkus reinpassen. Ich habe mal einmal welche bereitgelegt. Die aus meinem letzten Video, die ihr gesehen habt. Wisst ihr auch, das andere Video habe ich gerade eben erst aufgenommen. So, passen also wirklich perfekt rein. Und da wir ja nun mal das Video gerade nicht hier gucken, sondern ein anderes, das passt wirklich saugenschmatzend, ja. Viel besser könnt ihr es nicht kriegen. Er könnte durchaus noch ein bisschen länger sein, das würde gehen. Aber ansonsten sind wir auf die Maße von 4,6 und ich glaube 4,7er Höhe, wobei die Höhe keine Rolle spielt, weil wir durch dieses wunderbare Akkufach klack auch, oh, mein Mikrofon hat sich gerade verhackt, auch locker 7 cm hohe Akkus unterbringen können. Von der Breite sind wir bei 4,8 mm. Da geht also schon ordentlich was rein. Länge ist natürlich immer schwierig, weil wir hinten eigentlich kein Ende haben. Aber ich denke mal, so 7 cm maximal werden da reingehen. Ist schon ordentlich. Akkustecker sind mal wieder die XT90. Macht Sinn, hat der Akku auch. Finde ich auch tatsächlich gut. Hat sich mittlerweile bei Arma auch bewährt. Seit den V2-Modellen damals haben die alle XT90. Das ist auch gut so.
So, das Servo ist das altbekannte 15-Kilo-Servo, was allerdings relativ anfällig ist. Das ist der Quick Run, der umgelabelt wurde zum BLX 185. Und wir haben den 2050 KV-Motor. Das ist ja alles schon mal ganz ordentlich. Wir haben eine größere Empfängerbox, damit auch größere Empfänger, wie zum Beispiel von Sanwa, hier reinpassen. Sehr gut gemacht. Hier hat AMA wirklich nachgebessert an Sachen, die es Sinn machen. Leider habe ich auch ein paar Kritikpunkte. Kritikpunkt 1. Wir haben immer noch diese stahlgedichteten Lager da drin. Jungs, das ist Kacke. Punkt. So, habe ich dann auch erwähnt. Punkt 2. Wir haben ein sehr, 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 sehr blödes Downgrade. Nämlich die Dämpferkappen vorne und hinten sind aus Kunststoff. Das ist bei diesem Auto so, wie auch beim Senton. Alle anderen Creighton Talion Outcast haben dieses Problem nicht. Da sind Aluminiumkappen drauf. Leider ist es bei diesem Auto so, dass da Kunststoffkappen drauf sind. Warum auch immer. Ja, ist halt einfach so. Ich habe es nicht konstruiert. Ich darf es euch nur zeigen. Weiterhin haben wir diese Schutzkappen für die Karosserie oder für den Untergrund in dem Fall eher, weil die Karosserie verschwindet ja nochmal zwischen den beiden Tower Bridges. Das ist sehr, sehr schön gemacht alles. Wir haben die verstärkten Diff-Gehäuse vorne wie hinten. Wir haben den Arma HD Wing Mount, den wir schon von den V2 Modellen können. Ja, das haben wir hier. Ah, okay, gut. Sonst haben wir hier gar nicht so viele Änderungen drin. Wir gucken noch einmal unter das Chassis. Auch nichts Besonderes drin, außer dass wir hier die Befestigungslöcher haben von dem neuen Akkufach vom Outcast und von dem alten Akkufach auch noch. Also das könnten wir beides montieren. Ist das gut, ist das schlecht? Das ist gut. Besser haben als brauchen. Also ich könnte auch ein altes Akkufach hier ohne weiteres reinmachen. Das ganze Chassis ist eingeölt. Das ist wahrscheinlich, damit das auf dem Transport nach Europa oder wo es auch immer hingeht, nicht rostet. Ja, was kann ich euch noch zu dem Auto sagen? Nicht viel. Karosserie von innen einmal zeigen. Der übliche Spruch. Kennen wir schon. Don't just bash, blast. Nun gut, was auch immer das bedeuten soll. Blasten. Also ich gehe sonntags immer noch bashen, wenn es sein muss. Nun gut. Was haben wir noch für Änderungen am Chassis? Wir haben keine 3,5 mm Kolbenplatten mehr, Kolbenstangen, sondern die sind jetzt 4 mm dick. Eine Änderung, die absolut wichtig war und die sie auch Gott sei Dank jetzt durchgezogen haben. Die zu zeigen ist jetzt ein bisschen schwierig, aber sie ist wirklich da. Ich habe ja die anderen Autos schon teilweise zerlegt. Also mein Talion, den habe ich schon mal genauer angeguckt. Anderes Öl soll drin sein. Das lasse ich einfach mal so im Raum stehen. Das habe ich bei den anderen Autos nicht erwähnt. Warum habe ich das nicht erwähnt? Weil das immer so eine Sache ist mit einem Zusammenspiel. Ihr könnt ruhig eine dickere Feder haben oder ein dickeres Öl haben, solange ihr die Feder dahingehend auch anpasst. Also ihr macht eine härtere Feder rein, macht auch dickeres Öl rein. Mit den gleichen Kolbenplatten ist das scheißegal. Das ist also nicht so der Unterschied. Wenn die Löcher dann wieder größer werden. Das kann man alles so abstimmen, dass das alles miteinander passt. Warum die das gemacht haben, habe ich allerdings auch keine Idee. Der Frontbumper ist nach wie vor der gleiche. Was wollte ich euch noch zeigen? Die Funke. Funke ist meiner Meinung nach einer der besten, ich meine das ernst, einer der besten RTR-Funken, die es so gibt. Das ist diese TTX 300, wie ich sie auch genannt habe. Ist sicherlich kein High-End, ist auch nur eine Kunststofffunke. Die ist auch ein bisschen billig verarbeitet, aber die Funktionsweise, das Handling davon, ist Weltklasse. Ist immer noch keine Sanwa, aber es ist sehr nah dran. Was haben wir noch gehabt? Zeige ich euch jetzt aber nicht alles. Wir haben das übliche Werkzeug dabei. Wir haben noch ein paar Kolbenplatten dabei. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Außer diese üblichen XT90-Stecker, Kolbenplatten, ein bisschen Werkzeug, XT90 und ein größeres Ritzel.
In die Anleitung brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht reingucken. Er sagt uns also, auf 6S sind 80 km/h möglich. Ich sehe es hier nämlich auf Englisch. 80 km/h möglich. So könnt ihr es auch sehen. Und mit dem Großen sind durchaus auch knapp 100 km/h möglich. Ob man das so braucht, ist immer eine andere Kiste. Ich finde, großes Ritzel und 4S Lipo reichen eigentlich völlig aus. Meine Meinung. Darf jeder anders sehen. 2XD90 sind dabei für eure Akkus. Das finde ich immer ganz, ganz sympathisch, dass die dabei liegen. Das soll es gewesen sein. Arma Typhoon 6S BLX Unboxing. 2018er Version. Dann schauen wir mal, was uns die Woche noch erwartet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei der Silver Assi.